tragen. Und mein Ehrgefühl erlaubt es nun nicht, euch so nochmal unter die Augen zu treten. Das Ausmaß dieser Schande reicht bis ins Unendliche und ich bin nicht gewillt, ferner noch in der Lage, mit ihr weiterleben zu können. Es tut mir sehr leid, dass es ausgerechnet eine so feige Art und Weise sein muss, mit der ich mich aus dem Leben stehle. Dennoch sollt ihr wissen, dass meine letzten Gedanken bei euch waren und meinen Geschwistern und Großeltern. Solltet ihr diesen Brief bekommen, so löscht ihn und versteckt ihn auch nicht. Geht mit ihm an die Öffentlichkeit. Die Menschheit muss endlich aufwachen und begreifen, damit sie von diesem wahnsinnigen Kurs abrückt. In Liebe, euer Sohn. Curtis James Wayne. Computer, dieses Dokument speichern, um in verschlüsselte Kodierung zur Erde schicken. Zielort, Wink, Wisconsin, Shiver Street 84, Ende. Das will er sicher schießen, ey. Oh mein Gott. Alter, ich muss ehrlich sagen, die Posen in dem Spiel, die sind so geil. Oh mein Gott, ey. Alter, das geht gerade drunter und drüber. Oh mein Gott. Und dass die original Rubin / Saphir Spiele mit der beliebtesten überhaupt waren und das direkt Remakes sind, wurde wohl ignoriert. Da gibt es einen fiesen Mob, der alles von denen disliked. No, Wayne! Bei Schwarz-Weiß hat jeder Scheiße darüber gelabert und das wurde sogar geliked. Ich habe sie gespielt, Schwarz und Weiß. Ich habe Pokémon Gelb gespielt. Und Pokémon Kristall habe ich im Stream eingespielt. Das war's auch schon. Ich habe früher Pokémon die ganzen Editionen gespielt, außer die vierte. Aber, die vierte war Schwarz und Weiß, ne? Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Missionscode Omikron 4. Suchen und zerstören. Bekämpfen und leiden erst seit einem Monat auf diesem Höllenplaneten, doch sind fast drei Viertel unserer Leute dahin gerafft. Dass hier mal drei Viertel steht, ne? Ja, da wird Blackie jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas sagen. Bei drei Viertel, weil er das wohl kennt, er ja nicht. Ein anderes gilt als verschollen. Unsere Operationen auf Alpha Centauri sind damit fast abgeschlossen. Wir ziehen unsere noch verbleibenden Einheiten aus dem 10. um ein bestimmtes Gebiet zusammen, das als Hochburg für schamanische Aktivitäten gilt. Die Führung zieht vor, einen ranghohen Offizier der Schamali bei seinem Besuch auf einer geheimen Truppenleitstelle abzupassen. Des Weiteren haben die Schamali einen Prototypen für einen ganz neuen Kampfpanzer entwickelt. Die sechste war ja dann X und Y. Also Omega Rubin. Unser Auftrag ist es nun, den Offizier zu eliminieren und bei seinem Inspektionsbesuch die Pläne sowie den Prototypen gleich mit hochgehen zu lassen. Warum nehmt ihr den eigentlich nicht mit? Einfach, ihr könnt ihn doch mitnehmen, da könnt ihr doch selber so einen Panzer bauen. Ist dies einmal erledigt, wird das gesamte schamanische Militär in diesem Sektor auf uns aufmerksam geworden sein. Würde gern musste dann diese Platin irgendwas gewesen sein, oder? Alle verbleibenden Einheiten des 10. sowie unsere restlichen Truppen, das ist glaube ich schon richtig, sollten sich bei ihren jeweiligen Extraktionspunkten einfinden und auf ihre Evakuierung warten. Wenn alles gut geht, können wir den Planeten vielleicht sogar schon heute verlassen. Doch noch ist nichts vollkommen entschieden. Wegen meiner hervorragenden bisherigen Leistungen hat mich die Führung in ein kleines, zwei-Mann-starkes Team für das Infiltrieren des Stützpunktes gesteckt. Sie hoffen nun auf einen baldigen Erfolg, da es noch viele andere Planeten gibt, die sie attackieren wollen. Ich weiß weder, wer mein Partner ist, noch interessiert es mich sonderlich. Ich habe Dinge gesehen und erlebt, die an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten sind. Ich bin müde, sehr müde. Ob ich heute siegen und leben werde, oder wie so viele meiner Kameraden verlieren und sterben, ist mittlerweile völlig gleich geworden. Ich hoffe nur, dass alles schnell zu Ende gehen wird. Wie spielt keine Rolle mehr. Hauptsache zu Ende. Eine Handy-Tastatur zu schreiben ist manchmal so nervig. Yep. Ich fand dritte Gen auch am besten. Diese Teile kann man auch gut modden, ähnlich wie die RPG Maker Games. Es gibt auch sehr viele Hacks von der dritten. Glaube ich. Hey! Stimme aus dem Off. Ach so.
Ach, den kennen wir doch! Ah, das ist auch einer von den Leuten, von den Hybriden, die wir kennengelernt haben während der Ausbildung. Also unser Freund von uns. Oskar, du am Leben? Bravo, Mann, unglaublich! Mehr ist das. Bin ich froh, dich in ein Stück wiederzusehen. Ich auch. Überhaupt, dass du lebend durch die Prüfung gekommen bist. Nicht zu fassen. Wie geht es dir? Und Juliette, ist sie vielleicht auch? Bitte mach mir einen Gefallen und erinnere mich nicht daran. Das mit der Prüfung, das war. Ach, vergiss es einfach. Ich möchte wirklich nicht mehr darüber nachdenken. Es ist mit ein Grund, weswegen ich bis jetzt durchgehalten habe. Ist schon okay. Diese Erfahrung haben die alle machen müssen. Auch ich habe sehr viele sterben sehen. Weißt du, dass ich dich hier treffe, gibt mir wirklich neuen Mut. Erst kürzlich ist meine Einheit in einen Hinterhalt geraten. Es ging alles so schnell. Ich hatte gerade noch genug Zeit, um abzuhauen. Aber die anderen wurden nach und nach alle getötet. Bravo, lieber gehe ich selber drauf, als dass ich noch einmal einen Kameraden zum Sterben zurücklassen muss. Komm schon, Oskar. Hör auf, so einen Schwachsinn zu reden. Ab jetzt kann es nur noch besser werden. Keiner wird mehr sterben. Oh, mich hast du recht. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Whisky noch am Leben ist. Das ist übrigens auch ein weiblicher Repeat Whisky und war auch eine Freundin von uns, mehr oder minder. Ich habe mich auch so ein scheiß Mensch defiziert, der auch schon Wort weiß. Ja, so kleine Rechtschreibfehler kommen auch abends mal vor. Selbst mir nicht, mir passieren auch mal abends mal Tippfehler. Weißt du was, wenn du sie zufällig noch mal treffen solltest, dann grüß sie von mir, okay? Du wirst dich selber grüßen, glaub mir. Lass uns das jetzt endlich durchziehen. Je eher, desto besser. In Ordnung. Speichern auf jeden Fall. Okay. Na super. Und gleich in den nächsten Kampf rein. Ah, das, Guck mal an, das, ich glaube, ich kann das glitchen, oder? Das sind der Aufskript, das kann ich aber glitchen. Das kann ich irgendwie. Oder? Das kann man doch bestimmt irgendwie glitchen. Na gut, dann doch nicht. Übrigens Impulse, falls du planst, öfters hier mitzugucken, kannst du auch in die Skype-Gruppe dort, was du über alles ziemlich informiert. Davon ab kann er auch followen. Das ist ja nicht das Problem. Apropos, habe ich übrigens auch einen schönen Follower-Sound. Skype benutze ich eher privat, sorry. Alter, sind die schon mal lieb. Okay, die sind schon mal tot. Alter, die machen Schaden. Die machen nicht viel mehr Schaden als die Kinder. Oh mein Gott. Alter, was die für Geräusche machen, ey! Oh mein Gott. Ich muss erstmal kurz hochheilen. Das ist das Geräusch, wenn man sich hochhält. Musik ist ja auch wieder genial, ne? Finde ich. Also die Musik von dem Spiel ist richtig gut, wie ich finde. Ah, so. Nachladen. Ist hier irgendwas Interessantes? Nee, okay. Ja, es gibt ja leider kein Loot in dem Spiel, weil das ja wirklich nur ein Shooter ist an sich. Aber da wir ja sowieso unendlich Munition haben, gibt es natürlich auch keine Munition oder sowas. Und da wir uns automatisch hochheilen, das ist auch nochmal was anderes. So. Mann, das Kampfsystem ist nicht unbedingt das komplexeste überhaupt. Ich bin froh, dass es nicht gerade komplex ist. Es ist ja ein kurzes Spiel, von daher kann ich noch mal kurz hoch. Und ich muss irgendwie immer noch rüsten. Schlimm. Na, willst du nicht mal heilen? Hallo? Laufe ich halt weiter. Aua. Mal kurz nachladen. Ich wollte gerade über Absperrungen laufen. Das geht dann natürlich nicht. Da kommt schon mal. Ah, hier zeige ich mich. Okay.
Das heißt, das Ding ist irgendwie ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Na gut. Die Musik der Schnee, das ist Spiel echt gut, ey. Das habe ich beim Let's Play gar nicht so gehört, weil die Musik im Spiel bei Mikey sehr leise gestellt war. Teilweise. Nach rein, bitte. Nein, nein, du Freund, du tötest mich nicht. Wobei, das Spiel jetzt mich natürlich ein bisschen leichter ist als für Mikey, weil der hat da teilweise übelste Probleme bekommen. Weil ich weiß ja, wie das mit RPG Maker funktioniert und so. Wie man die austricksen kann, die Gegner. Muss. Ach, haha, guck mal an. Oh, ich habe sogar RPG Maker Volks Ace und XP auf Steam, wusste ich gar nicht. ich habe auch den Volks Ace und den Maker ist eigentlich auch am liebsten, weil der das Mapping am einfachsten ist. Für mich alten Mapping-Noob und Idioten, was Mapping angeht. Ja, noch laden. So. Von daher. Aber ich mag halt die Optik vom 2000er und 2003er am liebsten, ehrlich gesagt. Weil die vom XP und VX und Holz Ace ist irgendwie. XP ist mir irgendwie zu westlich. Und der. Und sowieso zu hell. Da kann man auch keine ordentlichen Horrorspiele machen, man denk ich, bla. Finde ich. Und mit dem VX Ace, das ist ja so schiebig Grafik und nicht so schön, wie ich finde. Wieso funktioniert das nicht? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich einen Nightbot. Warte mal. Irgendwas nachgucken, ob ich den Nightbot auch wirklich. Nein, das will ich nicht. War eine ganz schlechte Idee gewesen. Sieht man das überhaupt? Keine Ahnung, hoffentlich nicht. Ich habe gerade Sachen aufgehabt, die ich nicht unbedingt wieder sehen muss. Ich muss mal kurz eben. So. Die Aufnahme wegmachen. Nightbot. Join. Also er ist gejoint. Also es müsste eigentlich funktionieren. Theoretisch. Naja, so. Okay. Access Game Factory habe ich auch. Sogar eine 3D-Engine. Ich glaube, damit spiele ich mal später mal rum. Vielleicht ist das nicht so aufwendig wie Unreal 4. Naja, der RPG Maker ist halt immer noch das Einfachste, ne? Vor allem, wenn man RPGs machen will. Kannst du das da oben sehen? Ein bisschen schneller scrollen hätte nicht geschadet. Das sind Höhlen. Klar und deutlich. Da ist sicher der Eingang. Lass uns da rein düsen, solange keiner da ist. Mietest. Keine Ahnung, warum das eigentlich nicht funktioniert. Irgendwie. Was ist eigentlich hier los? Keine Ahnung. Irgendwas. Na gut. Nein, warte mal. Warte mal, Bravo, nein, das ist eine Falle. Was? Nein! Oskar! Ihr feigen Dreckschweine! Fahrt zur Hölle! Alter, was haben die jetzt? Ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Ist es der auch noch gestorben? Alter, der hat sich ja in einen Haufen Fleisch noch verwandelt, ey. Okay, das kommt jetzt etwas schwieriger werden, weil ich hier nicht so viel Deckung habe. Mal kurz nachladen, bitte. Na komm. Das Problem ist ja nicht, dass es so schwer wäre. Im Gegensatz zu C++ ist die höhere Skriptsprache in der Unreal wirklich easy. Aber es dauert einfach viel zu lange, ein ordentliches Game alleine zu entwickeln. Frag mal Retroll. Der hat die Reise ins All gemacht, dass ich gerade together. Und auch noch Wolfenheim und noch ganz viele andere geile Spiele. Wolfenheim ist, glaube ich, schon seit 2011 oder 10 oder so in der Entwicklung. Oder nee, seit 2000. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls schon seit geraumer Zeit. Und naja. Also, und das Spiel ist auch riesig. Das hat jetzt schon in der Demo, glaube ich, ungefähr so 20 Stunden Spielzeit oder sowas. Und das ist natürlich ein RPG. Da braucht man irgendeine Engine-Tool, womit man schnell vorankommt.
Ja, das Problem ist einfach, wenn du halt alles selber alleine machen musst.